bei Gümer in Wertheim habe ich einen Stopp eingelegt. Bei diesem nicht allzu schönen Wetter, aber es gibt Lichtblicke, wie man links oben sieht, und ein großer Lichtblick steht ja vor der Kamera. Hallo Philipp. Servus. Servus Tobi, hi. Grüß dich, schön dich wieder mal zu sehen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Ja, ich glaube, im Sommer haben wir das letzte Mal was gemacht. Genau, ne? Da sind wir hier über die Baustelle gewandelt. Ja, da habt ihr gerade die Träger stehen gehabt. Ja, also so gutes halbes Jahr müsste her sein. Jetzt sind wir fertig endlich. Aber flott und sportlich, mein lieber Schieber. Ihr seid wirklich fertig. Ich bin jetzt gerade schon mal durchgebummelt. Ja. Muss man auch wirklich sagen, unsere Architekten, unsere Planer, die haben das wirklich super gemacht. Also, kann man ruhig mal loben. Ja, auf jeden Fall. Also so professionell, wie das abgelaufen ist und wie sie das auch koordiniert haben in der kurzen Zeit, das war echt eine gute Leistung. Vor allem, man hat es ja jetzt mitbekommen mit Rohstoffpreisen und allem Möglichen. Ne? Da sind wir noch glimpflich davon gekommen, mit einem blauen Auge, sage ich jetzt mal. Ja. Also das war echt noch, was das angeht, echt noch in Ordnung. Das kostet ja auch immer gleich viel Geld, wenn da was in die Hosen geht. Das ist ja das, was sich da niemand so vorstellen kann. Du genau. siehst einen Anfang, du siehst in der Mitte was und dann siehst du ein Ende und alles, alles fertig, alles hübsch. Aber da hängen schon viele, viele Stunden Arbeit drin. So, dass wir umziehen konnten, so war es fertig. Also das Hauptsächliche wurde gemacht und es war, da war mal Gott froh drum, dass das so gut funktioniert hat. Weil einfach ist es natürlich nicht, ne, wenn man sich mal was verschiebt nicht. Oder sonst was. Und vor allem dann, wenn es fertig ist, nochmal, wenn man dann so die ersten Wochen drin lebt, hat man alles richtig gemacht? Ist der Flow da? Das ist ja das Wichtigste, dass der Flow passt. Gerade Service, Werkstatt, wo fährst du rein, wo kommst du raus? Ja. Sind die Bühnen an der richtigen Stelle? Abgesehen von den Leuten, die man braucht, aber da habt ihr ein gutes Team. Finde ich auch, ja. Also optimal ist es nie, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir viel richtig gemacht bei dem Gebäude. Ja, doch. Auf jeden Fall. Macht einen super Eindruck. Ich komme noch mal aufs Herz. Wer das nicht kennt, ist jetzt selber schuld. Also wer Gümer nicht kennt, das sage ich jetzt einfach mal ganz frech. Euch gibt es ja auch noch, und das schon sehr, sehr lange, das ist jetzt schwer zu sagen, das ist die Zentrale, aber es wird irgendwo immer zwei Zentralen geben bei euch jetzt mit Wertheim, nachdem das so einen eigenständigen Charakter bekommen hat. Ja, also ich berichte jetzt immer so viel über Wertheim, weil wir natürlich versuchen, das alles hier aufzubauen. Aber es gibt natürlich noch einen zweiten Standort und der ist in Mannheim. Und der in Mannheimer Standort ist eigentlich der Ursprungsstandort. Also wir sind ja von Mosbach damals nach Mannheim gezogen und da sind wir schon seit 15, 16 Jahren, aber auch schon etabliert. Und deswegen gehen wir da auch ein bisschen mehr auf das Thema Wertheim ein, weil wir hier halt noch ein paar Sachen haben, wo wir einfach noch den Leuten gerne transportieren und informieren und übermitteln, dass wir halt jetzt hier auch sind. Deswegen sieht man immer so viel von Wertheim dann. Genau, es ist auf jeden Fall nicht zu übersehen, sorry, aber authentisch fährt natürlich auch ein LKW im Hintergrund vorbei. Bin jetzt gerade über die Autobahn, die seht ihr da hinten reingekommen und dann siehst du das. Das ist schon markant, aber es ist dezent markant. Das ist schön, mit dem Rot, dem Schwarz, da weiß man. Freut mich, ja. Ja, wirklich. Das macht ja alles auch Sinn. Auch wenn du hier reinfährst in dieses echt schöne Gewerbegebiet. Es gibt schöne Gewerbegebiete. Ja, direkt neben dem Wertheim Village, was will man mehr? Bingo. Ne? Was plant ihr? Ich bin ja nicht nur da, um euer neues Gebäude jetzt anzugucken und zu loben und das alles schön zu finden, wie ich halt so bin. Ich finde ja immer alles schön, aber das ist so, schon beeindruckend. Habt ihr wenigstens auch Platz, um mal was zu stellen? Ja? Sowohl Kundenfahrzeuge als auch Ausstellungsfahrzeuge. Ja, also der ganze Platz hier ist ausgelegt für plus minus 250 Ausstellungsfahrzeuge. Also ich bin mir sicher, das war vom Architekten halt großzügig geplant, dass da noch mehr geht. Also ich denke mal, so bis 300 würde hier funktionieren. Ja, wir haben jetzt hier circa, das sind so knapp über 100 Stück jetzt gerade, aber auch breit gestellt und alles auch ein bisschen weitläufiger. Das werden wir dann auch sehen, wenn wir drinnen sind. Und von der Werkstattkapazität her, wir haben 13 Arbeitsplätze. Da suchen wir auch gerade nach, ich sag mal, motivierten Leuten, also Monteure, Handwerker, Quereinsteiger, alles Mögliche, solange man handwerklich begabt ist. Genau. Und das ist gerade so unser Fokus, die Werkstatt einfach die aufzubauen hier, sei es mal von der einen Seite, was den Ruf angeht, das wieder so ein bisschen diese Reputation wieder aufzubauen. Genau. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Personal zu bekommen, um auch mehr Service machen zu können, wie wir es gerade haben. Also aber, Leute, meldet euch, das ist wichtig für die Branche. Ja, auf jeden Fall. Wir haben sehr viele erfahrene Mitarbeiter bei uns, die, muss man wirklich sagen, von größter Überzeugung einen tollen Job machen.
Und die würden sich freuen, wenn da ein oder andere junger Mensch ja. dazukommt, der noch ein bisschen was lernen möchte. Ja. Also das wäre klasse, wenn da in den nächsten paar Monaten irgendwie noch was kommt. Wer weiß, ja. Gottes Wege sind unergründlich, da muss man sehr katholisch sein, aber es ist so. Ja. Und ja. der eine oder andere sagt halt dann, Mensch, das ist cool, das ist in der Nähe, oder ich sattel um und ziehe in die schöne Region, die ist ja wirklich toll. Ich finde es ja auch nicht schlecht, ja. Obwohl ich jetzt am Anfang gedacht habe, boah, puh, weil ich die Region ja kenne von der Familie, aber muss sagen, mir gefällt es hier immer besser. Wir haben Würzburg, Frankfurt, das ist genau. alles nicht weit, ne? Das ist ja. schon cool hier, ja. Also ja, finde ich auch. Hier für die Reisemobilisten, für die Camper traumhaft. Ein ja. schöner Stellplatz nach dem anderen in der Region, so einen guten Wein gibt's und fränkischer Wein, ja. Fränkischer Wein, schöne Fahrzeuge. Ich weiß noch, wie Premiere war von dem. Das ist schon ein Highlight. Das ist schon das ist heftig, das Auto, ja. Dann habt ihr auch gut dahingestellt, da muss er hin. Ja, klar, gleich am Eingang, ne? Weil so ein Wohnwagen, ich glaube, den sieht man nicht oft in Deutschland. Nein, das ist so. Ja. Man hat ja so ein bisschen gesagt, aha, das ist jetzt der Einfluss Amerika, so ein bisschen Airstream und Thor und Hümer, diese ganzen Verbindungen. Und da hat man sich natürlich auch ein bisschen angelehnt, gell, an die Geschichte. Ich glaube nicht mal. Also ich bin der Meinung, den Touring gab es schon bevor das, also wurde schon vorher entwickelt, bevor das so bekannt wurde mit dem ganzen Thor. Und also ich glaub, dass sie den einfach gemacht haben, weil sie Bock drauf hatten. Das war auch so ein bisschen die Meinung, die man gehört hat. Aber das kann schon gut sein, weil du kennst ja die Struktur noch besser durch die Jahre. Aber da muss man fast nochmal auf das Fahrzeug draufhalten. Schaut euch ruhig mal unsere Videos an. Du wirst ihn ja auch schon geroomtourt haben, oder? Ja, natürlich. Also das lasse ich mir nicht entgehen. Das nee, auf keinen Fall. Haben wir sogar zweimal ein Video gemacht. Ich war auch einer der Ersten. Ich bin schon auf der Stelle getippelt, obwohl ja Caravans jetzt nicht mein Steckenpferd sind. Ich bin ja eher so im Reisemobilzirkus zu Hause. Aber das war schon eine coole Geschichte, wie der auf der Messe stand. Ja, Klassiker. Ne, die haben ja, die Touring sind ja alle so aufgebaut. Dieses voll verzinkte Rohrrahmen-Chassis. Ja. Das haben sie ja losgelöst von den Airstreams selber. Das war ja, ich meine, so ähnlich sahen die Wohnwagen ja früher auch aus. Ja, ne? Eben, genau. Also, ja, nicht wegzudenken. Ist halt Kult, ja. Ist wieder Kult. California oder sowas, ne? Das ist einfach kultig, ja. das findet einfach Anklang. Schöne Ecke hier hinten, der Globe Trail, den sehe ich hier, die schönen Sunlight Camper Vans. Und ich fahre gerade hier aufs Gelände und es hat leicht genieselt und der arme Philipp stand im Ström, ja leicht gerieselt, es hat in dem Moment richtig geregnet und ihr habt gerade gefilmt. Und da hinten steht nämlich ein Sunlight und da habe ich mir gedacht, komm, da teasern wir doch mal dein Video an, das du jetzt ausführlich machst, liebe Leute. Also da schaut bitte hier auf Gümmer TV, den werden wir jetzt nicht ausführlich zeigen, aber ich habe da was Besonderes. Genau, ich habe auch mal auf Instagram eine Umfrage gemacht in der Story. Um das Design mal abzufragen, ob das den Leuten gefällt und so weiter. Und das ist halt sehr polarisierend. Ne? Also die meisten haben gesagt, voll geil. Ja. Und ganz wenige haben halt gesagt, oh nee, das ist viel zu viel. Also das ist halt so, ich glaube, da gibt es keinen dazwischen. Entweder Nein. es gefällt einem oder halt eben gar nicht. Ne? Aber das ist ja manchmal auch nicht schlecht. Wo wir ja in der Öffentlichkeit arbeiten, nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber in der Öffentlichkeit arbeiten. Das ist halt so, wenn du YouTube und Insta machst, dann wissen wir ja doppelt und dreifach, wie schwer es ist, Geschmäcker zu treffen, was wir auch nicht können. Wir können immer nur einen Querschnitt bieten oder das Beste draus machen, aber die Meinungen gehen halt immer weit auseinander. Und guck mal, was der für eine coole Kamera hat. Ronin, das habe ich schon mal gefilmt, aber das ist richtig cool. Sieht gerade natürlich jetzt total gestellt aus, was es aber nicht ist. Wollte ich nicht stören. Aber das ist er. Ja. Der Signature. Signature, ja. Signature. Signature. Ich bin die Unterschrift auf Englisch. Ich finde das gelungen. Cool, das freut mich, ja. Absolut. Das ist ein Eyecatcher und Eyecatcher braucht die Branche, braucht die Straße, brauchen die Plätze, braucht das Camping im Allgemeinen, weil das ist ja jahrelang auch das Problem gewesen. Die meistgestellte Frage ist bei mir am Kanal seit Jahren, Tobi, warum sind die Fahrzeuge meistens weiß? Mhm. Ja, das stimmt. Also jetzt bei den Reisemobilen nochmal anders als bei den Campervans. Ja. Aber das mischt das Ganze mal ein bisschen auf. Ja, damit kriegt man auf jeden Fall die Blicke zugeworfen. Ne? Ja. Also. Den macht ihr jetzt in einer limitierten Stückzahl? Oder wie wird das laufen? Genau, wir haben jetzt von dem Cliff 4 Stück. Wir werden jetzt eventuell noch eine andere Farbe bei der Folierung machen.
Und den Globobus, den machen wir dann, davon haben wir auch nochmal 4 Stück und von dem Hymer MLT 580 machen wir auch nochmal 4. Also da kommen noch mehrere Modelle. Genau. Sehr coole Idee. Ja, die sind in aller Munde. Genau, die Zusatz-LED-Scheinwerfer, ja. Die strahlen nochmal schön die Straße an, sind mit dem Fernlicht verbunden dann. Ja. Die ganzen Details, die gibt's dann in unserem Video. Gümmer TV, wir linken das oben rein. Maske ist drauf, so wie es gehört. Gehen wir rein. Haben alle Gs, die man so haben muss. Genau. Und dann tauchen wir ein. So. Wir haben auch hier die Schürze dabei. Geht's gleich los. Sommer. Da sind wir natürlich mit dem Ton jetzt nicht dabei, beziehungsweise da haben wir gerade gehört. Servus, das Gesicht kennen wir. Hi. So, da tauche ich mal unter einem Auto durch, um dem Philipp. Das ist ja dann, ne? Unsere Werkstatt. Also hier hast du das komplette Teilelager, das ist direkt an die Werkstatt angeschlossen. Direkter Zugriff, ja. Kurzer Weg natürlich. Kurzer Weg wieder. Spart uns auch Einbauzeiten, macht uns zum Schluss auch dann günstiger. Ja. Jeder Werkstattplatz hat auch sein eigenes Tor, das habe ich dir ja schon mal genau erklärt und so weiter, ne? Also das kennst du ja. Wir haben jetzt aktuell 2 Hebebühnen, wir sind aber noch am Überlegen, eine dritte noch reinzumachen. Ja. Aber im Moment kommen wir mit den beiden eigentlich ganz gut zurecht. Okay. Also es ist jetzt nie der Fall, dass wir zu wenig haben. Aber ja, der Bequemlichkeit halber könnte man noch eine reinmachen und dann halt Schreinerei. Das können wir mal angucken. Die hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, gell? Sieht schick aus, was da hängt. Schöner Ice Move, ja. Der Ice Move, auch heiß begehrt. Vor allem in Mausgrau, ja, die Lackierung ist nicht günstig. Also der Kunde hat sich echt, muss ich wirklich sagen, ein sehr schönes Fahrzeug konfiguriert. Finde ich wunderbar, wirklich schön. Ich finde ihn auch wirklich gelungen. Da hat man sich auch was getraut, ja, noch was umzusetzen. Wirklich schick. Ja, gut gedämmt, das sieht man auch da oben. Ja. Ihr arbeitet ja mit einer riesen Photovoltaik. Habt eure eigene Stromversorgung im Bild oder im Blick? Wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach, aber die ist jetzt noch ein bisschen kleiner. Das mussten wir aber haben wegen der Förderung. Ja. Wir werden aber mit Sicherheit in der Zukunft da noch investieren. Da müsste man auch. Und jetzt hier auch Dunkelstrahler hier oben, ja, die strahlen praktisch Objekte an. Das ist ganz interessant, wenn du drunter stehst, wird es sofort warm. Okay. Ne, du merkst es vielleicht jetzt schon. Ja, das ist angenehm. Also. Da oben, aha, das ist es. Genau. Das heißt jetzt, der Boden, ja, alles, was jetzt hier steht, das wird von den angestrahlt. Und das sorgt dafür, dass die Wärme einfach kontinuierlich im Gebäude bleibt. Was natürlich super angenehm ist auch für die Mitarbeiter. Genau, zum Beispiel. Stimmt, ja, das ist richtig handwarm. Ja. Krass. Das ist witzig. Und jetzt der Boden auch, das ist jetzt so ein Gummiboden. Ja. Der Vorteil ist, wir können den jetzt austauschen oder halt, ne, auch jetzt die Laufwege, das ist relativ angenehm zu gehen. Genau. Ja. Ja. Geil. Und du hast keine Fußbodenheizung durch die Wärme da oben? Nee. Was natürlich also das wirklich, wir haben auch mal unsere Monteure gefragt. Also da sagen wirklich 99%, wir haben alles, was wir brauchen hier jetzt, um zu schaffen. Und das ist die Hauptsache einfach, dass die wirklich absolut zufrieden sind, einen guten Arbeitsplatz haben. Das ist uns wichtig. Also das sagt zwar jeder, aber ich würde mal sagen, irgendwo kann man es auch sehen, dass es uns wichtig ist. Ne? Und ja. Dann unsere Schreinerei und unsere Maschinen, die wir noch haben. Da legen wir auch Wert drauf, dass da alles da ist und dass man halt an allem schaffen kann. Und ja, das kann man schon aushalten. Ja, ich meine, es macht ja jedem Spaß, wenn er viel Arbeit in einem Tag irgendwie unterkriegt und wenn das halt dann hier gut funktioniert, ja, dann passt es auch. Wie viele Leute habt ihr jetzt hier in Wertheim am Standort circa? Insgesamt circa 40. Das siehst du mal. Ja. Krass, gell? Ja. Ja, das hatte die ja drüben auch. Ich kann mich erinnern an die Zahl aus einem der Videos. Und jetzt ist es gleich. Aber wie gesagt, meldet euch, wenn ihr einen interessanten Job braucht. Weil es gibt, glaube ich, nichts Abwechslungsreicheres als die Caravan-Technik im Allgemeinen. Ja, du hast ja ein hochkomplexes Produkt. Ja? Du hast ja alles. Also du musst mal was schreinern. Du kannst aber auch als Elektriker hier arbeiten. Du kannst als Kfz-Mechaniker hier arbeiten, als Karosseriebauer. Mechatroniker. Eben. Du kannst alles hier einfließen lassen. Ja, mal hast du eine Solaranlage, die du verkabeln musst, genau, was ja Spaß machen kann. Ja. Eine Dachdurchführung musst du dann machen. Ne? Ja. Mal hast du
Mal musst du ein Rad wechseln, einen Mover einbauen, mal genau. musst du irgendwie ein Zusatzregal oder irgendwas bauen oder basteln. Also das ja. ist schon abwechslungsreich. Autarkie steht ja auch im Vordergrund jetzt gerade. Das ja, ist so voll. Ein Thema hier mit Toiletteneinbauten. Also alles, was das Thema angeht. Ja. Habt ihr da auch Kapazitäten? Darf man sich melden? Auf jeden Fall. Immer melden. Also und man schaut, was man wirklich, tun kann. Wenn, also das ist jetzt kein Spruch oder sonst was, ja. sondern das werden die Leute auch merken, wenn sie bei uns mal anrufen. Im Moment, wenn irgendwas ist und wir haben die Teile da, können wir innerhalb von 1 bis 2 Wochen einen Termin ja. vergeben. Sehr gut. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir zu wenig zu tun haben, ja. sondern weil wir unsere Prozesse halt einfach optimiert haben, ja. Und in Mannheim geht es ähnlich. Da ist zwar die Werkstatt wirklich pickepacke voll, ja. aber so Zustände, dass du 3 Monate auf einen Termin warten musst, das gibt es ja. bei uns nicht. Also wirklich wow. nicht. Okay, das ist ja wichtig, auch für den Durchsatz. Gerade jetzt, wo die Autos noch mehr anfangen zu rollen. Wenn jemand jetzt ein Problem hat mit seinem Fahrzeug ja. und braucht einen schnellen Kundendienst und möchte einen Termin, wir ja. kriegen es irgendwie hin, dass der schnellstmöglich sehr bei uns vorbeikommt. Das ist meine Aussage, das hört man gern. Ja, also das ist auf jeden Fall gegeben von der Seite. Perfekt. Sollen wir direkt durchgehen? Ja. Oder wollen wir einen Cut ja. machen, wie du meinst? Ich Können wir gerne. Wieder her. Sehr interessant. Da kriege ich ja auch gleich Lust hier zum Schrauben. kannst gerne bei uns anfangen, aber ja, ich glaube, dir macht das Film mehr Spaß. Das willst du nicht wirklich haben. Ich sag doch immer, ich habe 2 linke Hände, aber dafür große Klappe, weißt du? Bei mir ist ja ähnlich so. Ich schraube zwar auch gerne, aber ich glaube... Ja, jeder hat sein Ding, ja. ganz klar. Also hier haben wir unsere Personalräume, ne? Wir haben ja. Toiletten, Duschen, alles Mögliche. Das ist ja alles genormt heutzutage. Ja, eben. Da haben wir uns einfach an die gesetzlichen Anforderungen gehalten. Ja, ganz klar, sachlich, das so muss es sein. Aufenthaltsraum ja. wird auf jeden Fall besser genutzt als der vorherige. Die Leute sitzen hier wirklich drinnen. Ja. Und dann haben wir hier unser Werkstattbüro. Es war ja auch super weitläufig. Vorher die Zwischenlösung, die wir ja. gefilmt haben. Ja. Und das ist halt, ja, Mensch, aber hallo. Siehst du, gerade einer rausgefahren, da stand jetzt gerade ein schöner Detlefs, ein Alpa i drin ja. mit Hexsitzgruppe. Also cooles Fahrzeug. Gerade die Übergabe gelaufen, der nächste kommt schon rein hier. Der Just 90, Mensch, da habe ich auch schon ein paar Mal gefilmt, verschiedene Grundrisse, du ja, ja auch. Ja. Ist ein Renner geworden, ja? Der Funk, der läuft echt gut, ja. Läuft richtig gut. Das war ja bei Detlefs auch mal so der Sprung und eine gewisse budgetäre Linie. Ja, Detlefs kommt ja eigentlich aus der Einsteigerklasse. Ja. Haben sich dann aber immer wieder ein bisschen verbessert und so sind ein bisschen in eine Premium-Klasse genau, gerutscht. Richtig. Und eigentlich sind sie eher in der Einsteigerklasse zu Hause und haben halt dann den Just ja. rausgebracht, der halt auch mal wieder ein bisschen preisintensiver ist, aber ja. trotzdem, sage ich mal, dieses typische Detlefs-Design halt hat. Dann natürlich auch Erfolg-EFK. Das war ja auch ja. mal ein Sprung, sage ich jetzt mal, ja. um das mal anzugehen, das Thema. Ja. Und das hat sich echt bewährt. Also ich sehe immer ganz viele rumfahren. Ja, ich finde den auch nicht schlecht. Ich kannte bis jetzt immer den Quoten-Pepper, weil egal, ob ich allein auf dem Stellplatz war oder nicht, es war immer noch ein Pepper da. Ja. Und jetzt mittlerweile gibt es den Quoten-Just 90 bei mir. Ja, ich finde auch... Mir gefallen solche bodenständigen Fahrzeuge ja. ziemlich gut. Also ich mag beides gerne. Ich mag auch mal gerne einen Niesmann zu filmen, einen großen Flair oder Ganz sowas. Klar. Aber so bodenständige, da merkt man auch, dass das näher an der breiten Masse dran genau. ist. Das kann sich der Autonormalverbraucher Richtig. Eher mal leisten ja. oder möchte sich das leisten, als jetzt ein Luxus Ganz klar. Fahrzeug für über 200.000. Richtig. Ja, die Liner-Klasse, ich habe jetzt zuerst wieder mal einen gefilmt, aber es teilt sich schon auf, vom Gefühlten her ist es diese Klasse, sage ich mal, so 70% des Marktes und dann gibt es nochmal hier 20% Premium. Genau. Wo du sagst, so ab 100.000 Euro und dann gibt es nochmal 6, 7, 8% ja. Liner-Klasse, aber ja. die fallen natürlich auch, weil sie so riesig sind. Ja. Aber vom Marktanteil her ist das mal so ein Gefühl. Die ja. Zahlen sind jetzt nicht belegbar. Ja. Und der Kunde kommt jetzt dann hier rein. Ne? Hier haben wir einen kleinen Shop-Areal. Kriegst du so die nötigsten Sachen, das Gängigste bekommst du hier. Ja. Wir haben auch absichtlich auf einen großen Job verzichtet, weil sich das als Handelsbetrieb einfach nicht mehr rechnet. Also es ist halt so, dass du mittlerweile alles günstiger online bekommst. Ja. Trotzdem haben wir die Artikel da, die man wirklich so mitnehmen kann. Ja, also genau.
sei es jetzt mal dieses Originalteil und Zubehör von den Herstellern, was du sonst nirgendwo kriegst, oder halt mal, du brauchst jetzt mal Geschirr, dann kannst du das halt mitnehmen. Ja. Und ich sag mal jetzt, dir verreckt die Wasserpumpe, du brauchst einen neuen Gasschlauch. Genau. Das ist alles da. Ja. Also so, dass man wirklich auch mal im Notfall was hier mitnehmen kann. Das ist wichtig. Ja. Ich habe schon gehört, die Adventure Edition, die du gefilmt hast, steht jetzt dann wieder da. Die wird wahrscheinlich dann heute oder später irgendwann wieder reinkommen. Genau, die fahren wir dann wieder rein. Genau, nicht, dass ihr euch wundert über die Lücke. Kann man sich bei uns angucken. Ne? Also kann man sich natürlich auch übers Video angucken, aber gerne auch vor Ort. Also ja, klar. Unsere Verkaufsberater sind da immer sehr motiviert, sage ich mal. Und das ist sozusagen die Ausstellungshalle, die ist bewusst etwas kleiner, weil wir für das Gebäude auch, ja, wie gesagt, der Großteil der Investition haben wir wirklich in die Werkstatt investiert, ja, oder reingesteckt. Und ihr seht es ja, oder ihr habt es ja gesehen, auf unserem Platz war es vorrangig wichtig, dass wir draußen die Fahrzeuge präsentieren. Weil auf dem Campingplatz siehst du sie auch draußen. Ich will sie auch draußen erleben. Ja. Also ich jetzt persönlich. Ich glaube, den meisten Campern geht es jetzt so. Da darf es ja immer regnen, schneien und dann muss der Wind blasen. Und dann habe ich das Campinggefühl, wenn ich mir so ein Fahrzeug anschaue. Ja, ich meine, ist natürlich der Nachteil, dass du draußen bist, wenn es mal kalt ist. Aber ja, du bist auch draußen, wenn es sonnig ist und schön ist. Richtig, genau. Und du hast halt als Unternehmen offen gestanden nicht die Fixkosten, um das ganze Gebäude halt zu beheizen. Klar, muss ja wieder umgelegt werden, am Schluss zahlt es ja auch wieder der Kunde mit. Also von dem her ist es ja auch eine Rechnung. Der Kunde oder jemand anders, aber Sinn macht dieses Konzept auf Dauer auf jeden Fall nicht. Also die Investition ist mit Sicherheit die richtige, das ist echt zukunftsweisend, was ihr da hingestellt habt. Da können sich viele Unternehmen, das darf ich sagen, eine Scheibe abschneiden davon. So Dankeschön. Muss man, so muss man in die nächsten Jahre starten. Das ist so, gut aufgestellt sein und du hast das ja vorhin gesagt. Service ist jetzt genau das, was angesagt ist. Also für uns war es schon, wie gesagt, das sagt dir wahrscheinlich auch jeder, aber für uns war es wirklich schon immer wichtig. Und ich meine, jetzt im Moment, Verkauf ist echt nicht schwer, weil es ist eher ein Verteilen. Das muss man einfach ganz offen so sagen. Gerade wenn zu wenig da ist und Knappheit herrscht und du halt zu wenig Angebot auf zu viel Nachfrage hast, da musst du einfach was da haben, und dann verkauft sich das fast schon alleine. Und wir versuchen trotzdem noch nett zu sein, auch mal in Richtung preislich was zu tun. Ja, also gerade in Richtung Einbau und sonst was. Einfach dass man hier das Gefühl bekommt, zumindest versuchen die von Gümer das mir irgendwie was anzubieten, was schmackhaft zu machen. Das ist richtig. Das soll wirklich nicht so rüberkommen, als ob wir uns jetzt hier ausruhen, weil das kriegst du natürlich auch mit, so nach dem Motto, hör, die sind alle satt. Sonst was, ne? Das hört man ja immer wieder. Aber das ist wirklich, bei uns versuchen wir wirklich, dass gerade das Gefühl nicht aufkommt, weil das möchte ich selber als Kunde natürlich auch nicht haben oder nicht bekommen. Ne? Menschen sehen ja gerne das, was sie sehen wollen. Das ist ja immer das Problem. Aber wie du es gesagt hast, da stehen 40 Leute in Lohn und Brot. Das ist eine Investition mit 3,50 Euro und mehr gewesen hier. Muss ich ja auch wieder rechnen. Das ist eine kaufmännische Leistung. Da musst du auch in die Vorleistung springen, egal wie lange du dein Unternehmen betreibst. Es ist immer mit einem Risiko verbunden. Ja, es ist halt derzeit einfach eine blöde Situation aus Endkundensicht. Aber weißt du, ich kann es auch verstehen. So, ich gehe jetzt woanders hin, würde mir jetzt ein Auto bestellen. Das hat jetzt eine Lieferzeit von einem Jahr. Das ist teuer. Ja. Dann kannst du da nichts mehr regeln oder handeln. Du kannst nichts Probe fahren, weil nichts da ist. Das ist doch... Als Endkunde ist es wirklich doof. Das ist eine blöde Situation. Und jetzt gibt es trotzdem noch Händler, die wirklich kreativ werden, die auf Ideen kommen, die wirklich versuchen, sich Mühe geben. Und das macht dann siehst du, der versucht jetzt trotzdem, der gibt sich trotzdem Mühe, obwohl er es eigentlich nicht müsste. Der achtet trotzdem darauf, dass er einen guten Service macht. Und das möchten wir, das Gefühl möchten wir den Kunden ja auch geben. Genau, die Kundenbindung ist eine ganz andere. Wenn er mit dem Fahrzeug auch draußen in der Prärie rumdüst und auf dem Stellplatz und Campingplatz steht, dann muss er hier sagen können, auf den Kennzeichenhalter deuten und sagen, fährst du dahin, bist du gut aufgehoben. Das ist natürlich unser Bestreben. Ja. Ist so. Soll natürlich auch was dahinter stecken. Dann. Ist so. Ja. Genau so ist es. Was ich noch zum Abschluss zeigen will, weil da haben wir uns kennengelernt. Die Couch, stimmt. Genau, die grüne Couch. Und ich finde die einfach als Objekt richtig stylisch. Eigentlich, ich sag dir das ganz ehrlich, ich hätte sie um ein Haar hätte ich die weggeschmissen.
Weil du gesagt hast, ihr müsst eigentlich rot sein zu Gümer, gell? Ja, weil ich halt einfach neue Möbel haben wollte und ich mir dachte, das passt halt nicht zu Gümer. Ja. Die war aber, oder die ist so wertvoll. Ich weiß halt nicht, was damals ausgegeben wurde, aber ich weiß, was so eine Couch ja ungefähr kostet. Ja. Dass wir uns gesagt haben, das nee, kann man ich nicht. Find's gut als markantes Ding. Das ist jetzt alles schwarz-grau. Das sind ja auch immer meine Farben. Ich stehe genau auf die gleichen Farben wie ihr. Und dann so einen Knaller nochmal reinzustellen, wunderbar. Du musst auch mal gucken, wie viele Pflanzen wir hier haben, ne? Ja. Das ist halt alles noch übrig geblieben. Das ist halt hier dieser große Baum da drüben. Ja. Also Baum, ich weiß jetzt nicht den genauen Begriff. Ja, aber ja, ich bin jetzt auch nicht so hier. Du weißt, was ich meine. Ja. Es war halt alles noch übrig, ja. Und wir haben halt irgendwie versucht, da steht was, hier steht was, da steht was. Irgendwie finde ich es cool jetzt, es macht es sympathisch, aber am Anfang dachten wir uns halt auch, ja, Sommer mit dem ganzen Zeug. Ja, klar. Aber mein... Du sag mal, das Wichtigste, ein Hauptgrund, warum ich gekommen bin, nicht nur, weil ich es endlich mal sehen wollte... Die Hausmesse. Die Hausmesse. Und ja, die blende ich jetzt gleich am Anfang zum Video unten schon mal in der Bauchbinde ein und weise mal auf den Termin hin. Ich habe es ja auch kurz in der Live-Sendung oder in der Sendung letzte Woche angekündigt. Ja. Da war der Termin noch nicht ganz sicher. Du weißt jetzt den Termin und du haust ihn jetzt raus. 7.8.5. 7.8. Mai 2022 in Wertheim. Genau. Bingo. Also wir werden da draus auch ein richtig cooles Food-Event machen. Ja. Also es gibt, ich meine, alles abhängig davon, wie die Corona-Bestimmungen sind, aber wir sind schon relativ optimistisch, dass das klappt, weil jetzt auch wieder langsam Lockerungen kommen und alles. Ja. Also es werden hier bis zu 10, ich glaube zwischen 10 und 15 Foodtrucks hier sein. Cool. Es wird ein Weingut wird vertreten sein, mehrere Essenstände. Also nicht das Übliche, was man früher unter einer Hausmesse verstanden hat, sondern es soll ein kleines Fest. Du hast diese klassischen Komponenten noch, genau. Ja. Also du hast für die Familie was, Kinder schminken, eine Hüpfburg wird da sein. Das haben wir natürlich auch. Ja. Wir werden unsere Werkstatt mal richtig präsentieren. Also es gibt auch die Möglichkeit, als Besucher mal reinzuschauen, genau, und sich das mal anzugucken. Ja. Wir haben, wie gesagt, Foodtrucks, also du kriegst von Bubble Waffel bis Chili con Carne, Burritos und Burger und was weiß ich, kriegst du da wahrscheinlich alles. Genau. Wir kümmern uns jetzt auch gerade noch um Musik, also entweder Live-Musik oder DJs, gucken wir jetzt gerade noch. Also es soll echt ein Event sein, wo man hinfahren kann, wo man einfach Spaß dran rufen auch noch ein paar Kollegen an, das haben wir bei dir auch schon gesagt. Und genau, ich kann mal offen sagen, ich möchte einfach ein paar Leute aus der Szene noch ein bisschen einladen, die da auch Lust drauf haben. Und richtig, da wird mit Sicherheit der ein oder andere dabei sein. Du zum Beispiel, ne? Ja, ich auf jeden Fall vorbei, unbedingt. Die lieben Kollegen, die haben sich sehr gefreut von Mika Caravan, die 130 Kilometer entfernt sind ja gute Freunde von mir, wie sich rumgesprochen hat. Die schauen auch gerne vorbei. Genau. Finden die auch also ein paar toll werden, ich denke mal, ein paar kriegen wir mobilisiert. Miteinander, ja, der Aki, der weiß schon Bescheid und so weiter. Also meldet euch, liebe Kolleginnen. Kolleginnen, ja. Kolleginnen. Ja, toll. Und wir trinken jetzt noch einen Kaffee, oder? Mach mal, ja. Meldet Tee, euch. Du einen Kaffee. Meldet euch. Muss man sich anmelden fürs Event selber? Nee, kommen. Ist wichtig. Kann man einfach vorbeikommen. Macht Wertheim Village an dem Wochenende auch was? Also Sonntag nicht, aber Samstag haben die auch den, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, aber es ist irgendwie... Ja, das kriegen wir unter. Das wird sich ergeben. Das ist dann die Überraschung. Aber ihr könnt irgendein Store-Event, ja, wo es nochmal irgendwie Zusatzrabatt für die Kunden gibt. Also das, wenn ihr hier vorbeifahrt, könnt ihr nochmal im Wertheim Village nochmal schöne Rabatte schießen. Richtig. Und das ist immer ein Besuch Samstag wert. Dann. Das weiß man ja. Wertheim Village hat ja auch schon seit langem Namen. Ja. Super, Philipp, danke. Cool. Hat mich gefreut. Ich mache jetzt wieder gute Fahrt und vorher trinken wir noch einen Kaffee. Ja, sehr schön. Komm her. Servus. Mach's gut. Jo, bis dann. Ciao, viel Erfolg. Bleib gesund. Und Tobi geht on the road again. Dun, 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 dun.